Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir lesen jeden Morgen aus dem wichtigsten Buch der Gaudiya Vaishnavas neben der Bhagavad Gita. Und heute haben wir eine leichte Special Edition, eine Sonderausgabe. Man muss manchmal aufpassen, dass man nachher nicht nur Denglisch spricht. Und zwar möchte ich euch heute etwas über einen Devoti erzählen, der gestern traurigerweise seinen Körper aufgegeben hat, nämlich Mangal Ananda Prabhu. Ich zeige euch mal ein Foto hier. Ihr seht, dass ein guter Freund von mir gewesen ist. Dieses Magazin ist aus dem Jahre 1999. Ja? Gorni Times. Wir haben auch eine Website, die heißt Gorni Times. www.gornitimes.de. Und wir hatten damit angefangen, Ende der 1990er Jahre ein Magazin herauszubringen. Und irgendwann kam halt das Internet mit voller Wucht und dann haben wir daraus eine Online-Zeitschrift gemacht, die ihr euch auch gerne anschauen könnt. Ja, und in der Ausgabe Nummer 9, da haben wir ein Interview gemacht. Damals war sein Name noch Mangal Maya. Er hat sich dann noch mal einweihen lassen, weil der spirituelle Meister, der ihn damals eingeweiht hatte, der hatte sich von der Linie etwas entfernt und war dann als autorisierter spiritueller Meister nicht mehr, war nicht mehr im Amt sozusagen. Und dann hat sich Mangal Maya nochmal einweihen lassen und hieß dann Mangalananda Das. So, aber hier in diesem Interview heißt er noch Mangal Maya, falls ich da durcheinander komme, wisst ihr, dass das dieselbe Person ist. Ja, und Mangalananda war maßgeblich in der Buchverteilung beschäftigt. Also er hat Srila Prabhupads Bücher in vielen Städten Deutschlands verteilt. Ja, er war bestimmt in jeder Stadt, also das, was man Stadt nennt in Deutschland, war er mindestens einmal anwesend und hat dort Srila Prabhupads Bücher verteilt. Ich kann mich erinnern, dass ich auch mit ihm in einem sogenannten, wir nennen es Sankirtan-Van. Das ist die englische Version von Sankirtana-Lieferwagen. In amerikanisch wurde das Sanskrit oft lustig abgeändert und teilweise bis heute sprechen wir ein amerikanisiertes Sanskrit. Und ja, das liegt daran, bestimmte Sprachen betonen gerne bestimmte Silben. In Französisch ist es gerne die letzte Silbe. Tour Eiffel, Champs-Élysées. Und so ist dann auch das Sanskrit gerne auf der letzten Silbe betont. Und die Deutschen haben auch so ihre Lieblingssilben, die sie gerne betonen. Na, auf jeden Fall. Wir waren in einem Sankirtan-Van zusammen, sind wir durch Deutschland gefahren, von Stadt zu Stadt. Und hier möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die uns der Mangal Ananda damals erzählt hat. Ja, und zwar Mangal Ananda Prabhu, du bist der älteste aktive Buchverteiler in Deutschland. Seit über 20 Jahren gehst du mit Srila Prabhupads Büchern auf die Straße und sprichst die Menschen an. Von wo nimmst du dir diesen Antrieb, um diese Entschlossenheit und Begeisterung aufzubringen? Seine Antwort: Eine gute Frage. Ein wichtiger Faktor ist die Gemeinschaft.
Ich versuche immer Gemeinschaft mit denjenigen zu haben, die auch begeistert und überzeugt von der Sankirtana-Bewegung Sri Chaitanya Mahaprabhu sind. Große Inspiration ziehe ich aus den Büchern auch von Srila Prabhupada. Er hat unwahrscheinlich großes Mitleid für uns bedingte Seelen in der materiellen Welt aufgebracht, die er auch in seinen Erläuterungen sehr oft zum Ausdruck bringt. In seiner Person und Arbeit sehe ich ein großes Bedürfnis zu helfen und ein großes Potenzial an Liebe. Dieses Bedürfnis und diese Liebe wirken sich auf denjenigen, der diese Bücher liest, ansteckend aus. Unsere Frage: Viele ältere Gottgeweihte, die früher auch Bücher verteilt haben, orientieren sich momentan in Richtung wirtschaftlicher Absicherung. Wie stehst du dazu? Seine Antwort: Das ist sicherlich berechtigt. Doch man sollte bei all diesen Bemühungen nicht vergessen, dass wir auch noch andere, höhere Werte im Leben haben. Nach wie vor wollen wir zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Dieses Ziel sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten Krishna in unseren Bemühungen immer einbeziehen, auch in den wirtschaftlichen und familiären. Wenn wir versuchen, getrennt von Krishna unser Leben in die Hand zu nehmen, dann werden wir mit verschiedenen Erfahrungen und Reaktionen konfrontiert. Der eine oder andere muss sich mit diesen Erfahrungen beschäftigen, um zu gewissen Verwirklichungen zu gelangen. Auch ich hatte in meinem Leben schon mal die eine oder andere Krise. Deshalb nehme ich diese überbetonte Umorientierung nicht allzu ernst. Vielmehr habe ich die Hoffnung, dass sich bald wieder mehr Einsicht für die Notwendigkeit des spirituellen Lebens und Geschmack für das Krishna-Bewusstsein entwickeln. Ja, das ist von 1999. Und jetzt kommt die Geschichte, die hat es in sich. Die folgende Geschichte ereignete sich vor einiger Zeit in Stuttgart, erzählt uns Mangalananda. Ich hatte fast meinen ganzen Bücherstapel fertig verteilt. Also man stand oder steht auch heute noch gerne mit so einem Bücherstapel auf der Fußgängerzone und spricht dann die Leute an und reicht ihnen dann ein oder zwei Bücher, versucht dann ein bisschen in ein Gespräch zu kommen und ihnen diese Bücher dann mitzugeben. Man fragt für einen Beitrag für die Druckkosten üblicherweise. So hat er das jetzt hier auch gemacht. Ich hatte fast meinen ganzen Bücherstapel fertig verteilt, als ich beschloss, schon einmal Richtung Auto zu laufen, um einen neuen Stapel zu holen. Also der Stapel war fast zu Ende und hatte gedacht, vielleicht auf dem Weg zurück zum Auto, ne, der steht irgendwo auf dem Parkplatz in der Nähe, dann kann ich diese zwei Bücher noch verteilen. Spreche ich immer noch mal ein paar Leute an auf dem Rückweg und dann bin ich vielleicht sogar mit leeren Händen wieder am Auto. Da ich noch ein paar Bücher übrig hatte, legte ich diese einfach auf den neuen Stapel drauf. Also in diesem Falle hatte das nicht funktioniert. Er nahm sich also einen neuen Stapel und hat die restlichen 2, 3 Bücher, werden es vielleicht gewesen sein, legte er sich oben noch drauf, sodass der Bücherstapel noch höher wurde. So. Also, dieser Stapel wurde nun ziemlich groß. Ich konnte noch gerade eben über die Bücher herüberschauen und die Leute ansprechen. Dann passierte es. Die Frau, der ich die letzten 3 Bücher verteilt hatte, kam plötzlich wieder auf mich zu, um mir diese entrüstet wiederzugeben, mit der Begründung, dass sie sich für solch einen Schwachsinn nicht interessiere und dass sie sofort ihr Geld zurückhaben wolle. Okay, ich habe so eine Situation auch schon hin und wieder mal erlebt. Kam nicht oft vor, aber vielleicht so einmal im Monat ist das passiert. Das war alles ein bisschen viel für mich. Sie legte mir die Bücher unsanft auf den schon ohnehin viel zu großen Stapel, sodass ich kaum mehr gucken konnte. Das war alles ein bisschen zu viel für mein falsches Ego. In der Absicht, dieser blöden Ziege eins auszuwischen, begann ich
alle Markstücke aus meiner Tasche herauszuholen, um ihr die 30 Mark auf diese Weise wieder zurückzugeben. Ja? Also Kleingeld. Kleingeld, vorhin waren es noch zwei große Scheine, jetzt gibt es Kleingeld. Das verärgerte sie jedoch nur noch mehr und sie machte einen riesen Terror. Sie bestand auf ihre 3 Scheine. In diesem Moment platzte mir wirklich der Kragen. Hör mal zu, sagte ich. Wenn du es schaffen solltest, in den nächsten 10 Minuten auch nur ein Buch zu verkaufen, dann kannst du den gesamten Bücherstapel behalten, sagte er. Was ich da sagte, meinte ich auch so. Doch zu meiner Überraschung schlug sie auf dieses Angebot sogar an. Oder ein. Gut, sagte sie, dann möchte ich dir aber ein paar Minuten zuschauen, wie du das machst. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das musste wohl eine Arrangierung Krishnas sein. Ich versuchte, demütig zu werden. So teilte ich den großen Bücherstapel, bestehend aus nun 27 Büchern, in 2 Hälften. Den einen trug ich, den anderen sie. In diesem Moment fing es auch noch heftig an zu regnen, sodass wir beide in die überdachte Unterführung der Fußgängerzone gingen. In dieser Unterführung war es den Sankirtan-Devotis verboten, Bücher zu verteilen und überall hingen Videokameras. Trotzdem begann ich, die Leute anzusprechen, in der Hoffnung, dass niemand von den Securities etwas bemerken würde. Gleich der erste Mann blieb stehen und mit großem Interesse kaufte er mir sofort 4 Bücher ab. Kurze Zeit darauf nahm eine Dame 3 Bücher mit. Ja, eine Person nach der anderen blieb stehen, waren interessiert und nahmen mehrere Bücher mit. Die letzte Person war ein Mann, der bereits vor einiger Zeit eine Bhagavad Gita gekauft hatte. Er stellte mir einige tiefe Fragen und beschloss daraufhin, alle Bücher, die ich hatte, zu kaufen. Wow. Das waren 7 Bücher auf einmal. Also dieser Mann nahm 7 Bücher auf einmal mit. So. Und er gab, wie die anderen Leute auch, eine großzügige Spende. Während der ganzen Zeit lief diese Frau mit mir mit, stand immer dabei und trug die Bücher. Ihr Gesicht wurde immer mehr von Verwunderung und Ehrfurcht gekennzeichnet. Meines natürlich auch. Es war der schnellste Bücherstapel, den ich in meiner 20-jährigen Buchverteilung jemals verteilt hatte. 27 Bücher in 10 Minuten. Wow. Schließlich hatte ich also kein einziges Buch mehr auf dem Arm. Ich sagte dann zu ihr, siehst du, nicht alle Leute sind solche harten Nüsse wie du. Es gibt auch Menschen, die an spirituellem Leben interessiert sind und diese Bücher, wie du siehst, wertzuschätzen wissen. Die Frau hatte Tränen in den Augen. Mit großer Reue gab sie mir die 30 Mark wieder. Also die hatte ja dieses Kleingeld bekommen. Worauf ich sagte, ja, nun habe ich aber noch ein kleines Taschenbuch in meiner Tasche, was ich dir dafür geben kann. Doch sie erwiderte, das macht nichts, Hauptsache die Adresse ist drin, sodass ich mit euch in Kontakt kommen kann. Die Frau wurde für diese 10 Minuten Zeuge für das, was passiert, wenn Gott direkt eine Sache in die Hand nimmt. Sie konnte wahrnehmen, wie die ganze Situation, das Verhalten der Leute, mein Verhalten und so weiter, unmittelbar unter dem Einfluss einer göttlichen Energie stand. Auch nahm sie praktisch am Sankirtana teil. Sie trug die Bücher, also sie half indirekt mit. Sie trug die Bücher. Sie lächelte, wenn die Leute lächelten und sagte Tschüss, wenn die Leute Tschüss sagten. So wurde sie in diesen 10 Minuten von Krishna direkt auf die spirituelle Ebene erhoben. Ja, was sagt ihr dazu? Kommentare?
Ja, Krishna Chandra, du verteilst ja auch Bücher. Ja, nicht der Maße. Ich würde sagen, das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man noch keinen Kontakt zum Krishna-Bewusstsein hat. Ja. Dass man erst aufläuft und dann... Sprichst du sehr weit weg von deinem Mikrofon? Nee, eigentlich nicht. Okay. Dass man zuerst aufläuft und dann feststellt, da ist was dran an der ganzen Geschichte. Das ist nicht einfach nur Verkaufen von irgendwelchen Sammelartikeln oder sowas. Genau. Man verteilt da kein kostenloses Waschpulver oder so. Mhm. Genau. Jetzt ist es besser mit dem großen. Jetzt ist es viel besser, ja. Ja, es war wieder der Lautsprecher, habe ich vergessen gehabt. Okay. Ja, also Mangalananda war auch einer der ersten Devotis, der mir beim Bücherverteilen half oder der mir gezeigt hatte, wie das geht. Ich hatte sogar einmal miterlebt, wie er ein ganzes Bhagavatam-Set verteilt hat, also aus dem Lieferwagen heraus. Also die Leute haben ja auf der Fußgängerzone vielleicht ein, zwei Bücher genommen oder drei oder mal auch mehr. Aber manchmal traf man jemanden, der richtig interessiert war oder der vielleicht auch schon alle diese normalen Bücher zu Hause hatte. Und das waren dann die Kandidaten für das Bhagavatam-Set. Wir hatten in unseren Sanketan-Vans immer auch so zwei, drei Kartons mit diesen Bhagavatam-Sets. Für die, die gerade dazu geschaltet haben, das ist der erste Kanto dieses Bhagavatam-Sets. Da waren dann 12 Bücher in diesem Karton. Ja, und dann kam der Mangalananda plötzlich mit einem Ehepaar zum Sanketan-Van und hat denen dann das alles erklärt. Jeder Kanto hat ja auch bestimmte Schwerpunkte, so bestimmte Themen. Und ja, dann haben die Leute auf Ort und Stelle so einen ganzen Karton mitgenommen. Dann damals haben sie vielleicht 200, 300, 400 D-Mark dafür gegeben. Ich hatte auch mal eins verteilt für 500 D-Mark auf einem Metro-Parkplatz. Das war auch ganz interessant. Da habe ich jemanden, also ich habe immer an die Scheiben geklopft von den Leuten, die gerade losfahren wollten. Und dann haben die runtergekurbelt. Ja, und dann habe ich denen die Bücher gezeigt. Ne? Und ja, das war auch immer so ein bisschen, es hatte so diese Atmosphäre eines Spionage-Thrillers, weil man musste immer aufpassen, dass die Security von diesem Metro, diesen Metromärkten einen nicht bemerkt. Ne? Und so musste man immer so ein bisschen zwischen die Augen Autos hindurchschleichen und hatte immer so in einem Augenwinkel den Security hatte man dann im Auge. Naja, der kurbelte dann einer das Fenster runter, so ein dicker, fetter BMW. Und zu meiner Überraschung drang in meine Nase nicht der Qualm wie sonst oft von Nikotin, sondern eines lieblichen Räucherstäbchens. Und ja, dann kamen wir ins Gespräch und er war sofort auch interessiert an den Büchern. Und ich fragte ihn, was er denn so macht. Und er sagte, ja, ich bin Unternehmer, ich habe eine riesige Firma, aber ich habe jetzt meine Firma für ein Jahr lang übergeben und mache eine Weltreise mit einem Segelboot. Ich fahre einmal um die Welt mit dem Segelboot. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist ja prima. Dann habe ich eine tolle Lektüre noch für deine Weltreise, nämlich das Srimad Bhagavatam, 12 Kantos. Dann habe ich ihm das gezeigt. Und der sagte, ja, dann habe ich ja auf meinem Segelboot für ein Jahr lang, falls mir langweilig wird, was Vernünftiges zu lesen, was auch spirituell ist. Ja, und dann hat er 500 D-Mark, das war damals wie heute 500 Euro, würde ich sagen, hat er dann rausgeholt. Und ja, das konnte ich, glaube ich, auch nur, weil Devotis wie Mangalananda mir vorher gezeigt hatten, wie sowas funktioniert. Ja, gestern hat er seinen Körper aufgegeben. Er ist eben
ungefähr vor 8 Jahren ist er sehr schwer erkrankt. Er hatte so etwas wie einen Schlaganfall oder so. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Ich bin auch kein Mediziner, aber dann hat alles ein bisschen abgebaut bei ihm. Und gestern hat er dann seinen Körper aufgegeben und seine Frau hat für ihn, die hat das noch rechtzeitig bemerkt und hat für ihn dann den heiligen Namen laut gechantet. Und so hoffen wir, dass er im Hinblick auch auf seine großen Dienste, die er verrichtet hat für Srila Prabhupada und für die Sankirtana-Bewegung, dass er dann im nächsten Leben einen guten weiteren Bestimmungsstart hat. Wir können ja an dieser Stelle einmal alle die Mikrofone einschalten und einmal zusammen für Mangalananda den Hare Krishna Maha Mantra chanten, auf dass er, die Seele, dies von uns hören mag. Ich zähle den Countdown runter. Mach doch gerne einmal mit. 3, 2, 1, zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank. Ja, mir war schon klar, dass das heute eine etwas andere Session hier wird, eine andere Sitzung. Wir können aber noch mal kurz aus dem Bhagavatam lesen, dass wir zumindest weiter den roten Faden nicht verlieren. Wir sind also im ersten Vers des ersten Kapitels des ersten Kantos, also SB 1.1.1. Und ich lese euch den Vers noch einmal vor. Es ist ein sehr bedeutender Vers. Das Omagyana und so weiter, das lassen wir heute mal weg. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janma Yasya Yatunvaya Ditaratash Chatishva Vikya Svarat Tene Brahma Ridaya Adikavaye Muyanti Yatsurayaha Techo Varim Ridangyata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhamna Svena Sadani Rasta Kuhakam Satyam Parang Dhimahi. O Shri Krishna, Sohn Vasudevas, o alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, ich bringe dir meine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Ich meditiere über Shri Krishna, weil er die absolute Wahrheit, die urerste Ursache aller Ursachen ist. Aus ihm gehen alle manifestierten Universen hervor. Er ist es, der sie erhält, und von ihm werden sie vernichtet. Er ist sich direkt und indirekt aller Manifestationen bewusst, und dennoch ist er völlig unabhängig von jeder anderen Ursache außer sich selbst. Er ist es, der das vedische Wissen zuerst in das Herz Brahmas, des ersterschaffenden Lebewesens, eingab. Über ihn sind selbst die großen Weisen und Halbgötter in Illusion, ähnlich wie es eine illusorische Vorspiegelung von Wasser im Feuer oder Land auf dem Wasser gibt. Nur durch ihn scheint die zeitweilige Manifestation der materiellen Universen, geschaffen durch die Wechselwirkung der drei Erscheinungsweisen der Natur, Wirklichkeit zu sein, obgleich sie unwirklich ist. Ich meditiere daher über ihn, der ewig in seinem transzendentalen Reich weilt, das für immer von der illusorischen Vorspiegelung der materiellen Welt frei ist. Er ist somit die absolute Wahrheit. Und ich blende euch nochmal kurz den Text ein, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und zwar waren wir gestern bei dem Thema die Sonne, dass die Sonne nicht aus sich selbst leuchtet und dass auch Brahma nicht aus sich selbst heraus dieses Universum erschafft. Da fahren wir jetzt mal weiter fort. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Oder Martina, magst du das hier vielleicht mal lesen? Bist du da gerüstet gerade für oder passt es gerade nicht so? Ja, du sagst Stopp. Genau, du kannst es hier erkennen, ne?
Ja, man könnte einwenden. Gut. Man könnte einwenden, dass Brahma, der das erste Lebewesen ist, von niemandem habe erleuchtet werden können, da zu dieser Zeit kein anderes Lebewesen außer ihm existierte. Hierzu sei gesagt, dass der höchste Herr den untergeordneten Schöpfer Brahman erleuchtete, damit dieser seine schöpferischen Aufgaben durchführen konnte. Der ist die höchste Intelligenz hinter allen Schöpfungen, die absolute Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna. In der Bhagavad Gita versichert der Herr, Shri Krishna, dass er allein es ist, der die schöpferische Energie Prakriti beaufsichtigt, die die gesamte Materie bildet. Aus diesem Grund verehrt Shri Vyasadeva nicht Brahma, sondern den höchsten Herrn, der Brahma in seiner schöpferischen Tätigkeit anleitet. In diesem Sloka sind insbesondere die Wörter kannst du das mal aussprechen? Abhigya und Swarat. Und Swarat bedeutsam. Diese beiden Wörter unterscheiden den höchsten Herrn von allen anderen Lebewesen. Kein anderes Lebewesen ist Abhigya. Wie? Abhigya. Abhigya oder Swarat. Das heißt, niemand weiß alles oder ist völlig unabhängig. Sogar Brahma muss über den höchsten Herrn meditieren, um etwas erschaffen zu können. Ganz zu schweigen von großen Wissenschaftlern wie Einstein. Das Gehirn eines solchen Wissenschaftlers ist zweifellos nicht die Schöpfung eines Menschen. Die Wissenschaftler können ein solches Gehirn nicht herstellen, ganz zu schweigen von den verblendeten Atheisten, die die Autorität des Herrn herausfordern. Selbst die Mayavadi-Unpersönlichkeitsanhänger, die sich gegenseitig einreden, dass sie mit dem Herrn eins werden könnten, sind weder, ich habe ein Problem mit dem Wort, Abhigya noch Swarat. Okay. Sie unterziehen sich vielmehr strengen Bußen, um zu erfahren, wie man mit dem Herrn eins werden kann. Aber letzten Endes geraten sie in die Abhängigkeit einiger reicher Schüler, die sie mit Geld versorgen, damit sie Klöster und Tempel bauen können. Atheisten wie Ravana und Hiranyakashipu unterzogen sich strengen Bußen, ehe sie es wagten, über die Autorität des Herrn zu spotten. Doch sie waren hilflos und konnten sich nicht retten, als der Herr, als der grausame Tod vor ihnen erschien. Das Gleiche trifft auf die heutigen Atheisten zu, die es wagen, die Autorität des Herrn zu verspotten. Diesen Atheisten wird es zweifelsohne ähnlich gehen, denn die Geschichte hat die Eigenart, sich zu wiederholen. Wann immer Menschen die Autorität des Herrn verneinen, sind die Natur und ihre Gesetze da, um sie zu bestrafen. Dies wird in der Bhagavad Gita mit dem folgenden bekannten Vers bestätigt. Yada yada hi damasya, wie heißt das letzte Wort? Glanihi? Glanihi, genau. Wann immer Dharma abnimmt und Adharma zunimmt, o Arjuna, zu der Zeit erscheine ich. Dankeschön. Gerne. Super. Ja, also da können wir morgen weiter tiefer drauf eingehen. Aber interessanterweise kam das nochmal mit dem Albert Einstein hier zur Sprache. Und ich kann mich erinnern, in einer vorangegangenen Episode, hatten wir das auch angesprochen, dass ja die Wissenschaftler oft der Meinung sind, sie könnten alles auch schon erschaffen, was Gott erschaffen hat. Und dann gibt es diesen Wissenschaftler, der denn irgendwas herstellen will, aber dann sich Material besorgt und er am Arm gefasst wird von Gott persönlich. Moment, du besorgst dir erstmal oder du erschaffst dir erstmal dein eigenes Aluminium oder dein eigenes Silizium. Und dann verwirklicht dieser Wissenschaftler, dass er völlig abhängig ist von der Schöpfung, die ursprünglich von Gott kommt. Und auch unsere Intelligenz, also wir haben ja jetzt eben von den grobstofflichen Elementen gesprochen, das heißt in der Bhagavad Gita, dass es insgesamt 8 Elemente gibt, 5 grobstoffliche und
drei feinstoffliche. Bhumia Apo Nalo Vayu Kang Mano Budhir Evacha. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, das sind die fünf grobstofflichen Elemente. Und Vayu Kang Mano Manas Budhi, also der Geist, Budhi ist die Intelligenz, und Ahankara, das ist die falsche Identifizierung oder auch das falsche Ego genannt. Das sind die drei feinstofflichen Elemente. Und interessanterweise, oft denken die Leute auch heute, wir sprechen oft von den Ressourcen, da können manche Leute ja schon mitgehen, also die religiösen Leute, Christen, Muslime, wenn man ihnen sagt, dass alles von Gott kommt, Stahl, Beton, Sand, Wasser, da gehen diese ganzen Leute auch mit. Aber wenn es um die feinstofflichen Elemente geht, das ist uns viel zu wenig bewusst, selbst spirituell ausgerichteten Menschen. Wir müssen uns daran erinnern, dass auch feinstoffliche Elemente, die kommen von Gott, wie zum Beispiel Geist, Intelligenz und auch die Fähigkeit, sich mit etwas zu identifizieren, was man gar nicht ist, selbst diese Fähigkeit kommt von Gott. Und so machte Srila Prabhupada oft den Punkt, dass selbst Intelligenz ist nicht etwas, was aus uns selbst heraus einfach so entwickelt wird, sondern wenn jemand sehr intelligent ist, wie zum Beispiel Albert Einstein, dann kann man sich als Vaishnava ruhig die Frage mal stellen, wow, wo hat er eigentlich diese Intelligenz her? Hat er die aus sich selbst heraus entwickelt? Die Antwort ist, nein, auch diese Intelligenz kann nur möglich sein oder die kann nur ausgedrückt werden, wenn sie eben von Krishna im letzten Sinne zur Verfügung gestellt ist. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt, den man sonst kaum woanders findet. Also ich weiß nicht, Manuel, findet man so einen Gedankengang in der Bibel? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, also es kommt mir jetzt keine konkrete Stelle in den Sinn, aber ich denke vom Grundsatz her schon. Also die Bibel sagt auch, dass grundsätzlich Gott der Schöpfer von allem ist und das impliziert eigentlich auch die feinstofflichen Elemente. Ich denke schon. Okay. Ja, also das ist mir auch bewusst, dass das schon in der Bibel mal hervorgehoben wird. Aber dass es so konkret wird, dass die Bibel halt beschreibt, selbst Intelligenz kommt ultimativ von Gott. Das, klar, man kann mit einem logischen Rückschluss kann man zu dieser Schlussfolgerung kommen. Aber dass es mal richtig ausgesprochen wird und erklärt wird, das habe ich dort jetzt nicht so gesehen. Doch, es kommt mir jetzt in den Sinn, es gibt eine Stelle, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ohne mich, also aus euch heraus, könnt ihr nichts tun. Das, okay. Das geht da schon sehr in diese Richtung. Okay, super. Prima, alles klar. Also auch in der Bibel finden wir so eine Aussage an alle christlichen Zuschauer. Wir haben eine Parallele gefunden. Hari Bol. Ja, dann würde ich sagen, ich sehe hier noch eine Frage. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Geist und Intelligenz? Ist nicht Intelligenz ein Teil des Geistes? Okay, ja, um kurz darauf einzugehen. Da wird schon unterschieden zwischen Geist und Intelligenz. In der Bhagavad Gita wird beschrieben, dass das bedingte Lebewesen mit den sechs Sinnen kämpft, zu denen auch der Geist gehört. Das finden wir im 15. Kapitel, diesen Vers. Moment, den lese ich euch prompt einfach mal vor. Mamai Vangsho Jivaloke Jiva Bhuta Sanatanaha Mana Shashtanindriyani
Prakriti Sthani Karshati. Die Lebewesen in der bedingten Welt sind meine ewigen fragmentarischen Teile. Aufgrund ihres bedingten Lebens kämpfen sie sehr schwer mit den sechs Sinnen, zu denen auch der Geist gehört. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, Moment, waren es jetzt nicht fünf Sinne? Geschmackssinn, Geruchssinn und so weiter. Und wieso wird jetzt der Geist dazugezählt? So, manchmal wird der Geist dazugezählt, manchmal aber auch separat behandelt. Dazugezählt, weil der Geist ist sozusagen die Zentrale, also dieses Manas ist die Zentrale, zu der alle Sinneswahrnehmungen hinkommen. Ja, also wenn wir etwas riechen, dann kommt diese Erfahrung, die landet zuerst beim Geist. Oder wenn wir etwas schmecken. Und dann heißt es in den Veden, der Geist hat besonders zwei Funktionen. Und zwar Anhaftung und Ablehnung. Oder um es noch klarer zu auszudrücken, mag ich etwas oder mag ich etwas nicht? So, wir kennen das, ein Geruch dringt in unsere Nase, vielleicht ein liebliches Räucherstäbchen und sofort sagt der Geist, oh, das ist angenehm, das mag ich. Oder wenn es vielleicht, das war bei mir immer so, wenn der Geruch von Zigarettenqualm in meine Nase stieg, dann hat mein Geist sofort gesagt, igittigit, das mag ich nicht. Und so können wir mal beobachten während unseres Tages, unseres Alltages, wie oft unser Geist sich meldet und sagt, mag ich oder mag ich nicht. Vielleicht ist es auch manchmal ganz stark. Ich liebe es und ich hasse es. Also richtige Abneigung, also man ist richtig abgeturnt, man möchte am liebsten weglaufen. Das kann auch passieren. Oder eine richtig brennende Anhaftung. Man will es um jeden Preis. So, das ist eine der Hauptfunktionen des Geistes. Und über dem Geist steht dann die Intelligenz. Die kann manchmal sagen, ja, ich weiß, dass diese Medizin bitter schmeckt, aber schluck sie trotzdem. Es ist gut für dich. Ja, das kennen wir, diese Situation. Und das ist die Intelligenz, die kann unterscheiden. Also es gibt ja Dinge, die mag unser Geist, aber die wirken sich zerstörerisch auf uns aus. Zum Beispiel, meine Oma hat mir das erste Mal ein kleines Gläschen, da war ich vielleicht 13 Jahre alt, Eierlikör gegeben. Und ich fand das richtig super. Und dann habe ich meine Oma gefragt, kann ich nicht noch ein Gläschen Eierlikör? So, und in diesem Fall war die Oma dann meine Intelligenz. Kann man jetzt drüber streiten, weil sie hat mir ja als erstes dieses Gläschen angeboten. Aber dann hat sie als meine Intelligenz gehandelt und hat gesagt, nee, mehr kannst du nicht bekommen. So, das ist dann die Intelligenz. Später sollte man diese Intelligenz selber aufbringen und sagen, nein, also ein Schluck Medizin reicht gegen den Husten, aber wenn ich jetzt die ganze Flasche austrinke, da steht dann vielleicht auch noch 32% drauf oder so, dann ist das definitiv wieder schädlich. Und hier kann man dann den Unterschied zwischen Intelligenz und Geist erkennen. Der Geist handelt einfach so auf der sinnlichen Ebene. Oh, das schmeckt gut, oh, das schmeckt nicht gut, das riecht toll, das riecht nicht toll. Ja. Könnte man jetzt weiter fortfahren, ne? Ja. Okay. Prima, dann würde ich sagen, Moment. Genau, auch in der Bhagavad Gita, im dritten Kapitel, am Ende, findest du viele Verse, die auch nochmal diesen Unterschied sehr gut beschreiben, zwischen den Sinnen, zwischen dem Geist, der Intelligenz und dann heißt es sogar, darüber steht noch die Seele. Manchmal handelt nämlich auch unsere Intelligenz im Auftrag der illusionierenden Energie. Das ist dann sehr gefährlich. Also wenn unsere Intelligenz auch noch besetzt ist von Lust, so wird es in diesen Versen beschrieben, dann
dann wird es sehr gefährlich für die spirituelle Seele. Aber darüber können wir ein anderes Mal ausgiebiger sprechen. Und im Srimad Bhagavatam werden solche Themen auch, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, die werden dort immer auch wieder zum Thema gemacht. Prima, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und für eure aktive Teilnahme. Für die YouTube-hörende Nachwelt, wenn ihr dabei sein wollt live, checkt gerne den Link aus in der Videobeschreibung mit dem Passwort. Lasst auch gerne ein Abo da oder ein, wie nennt sich das, ein Daumen nach oben. Wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach unten. Dann kann man sich überlegen, wie kann denn das, woran kann denn das liegen? Und schreibt gerne eure Kommentare oder auch sogar Fragen in die Kommentarfunktion. Dann können wir das auch gerne in einer zukünftigen Sendung behandeln. Wir können ja zum Abschluss nochmal die Mikrofone einschalten und zum Abschied einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank, bis morgen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna.